Ja, lang nichts mehr gehört. Mittlerweile sind es auch schon über 3 Monate. 3 Monate und 9 Tage, um genau zu sein. Zumindest jetzt an dem Zeitpunkt, bis ich wieder aufnehme. Ich weiß nicht, ob ich das noch heute rausbringe. Wahrscheinlich nicht. Ist ja mittlerweile schon relativ spät. An der Stelle auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für den ganzen Support in den letzten Monaten. Krass, wie NIMBY Rails durch die Decke gegangen ist. Also, das war ja schon echt ein crazy, ja, crazy Projekt, was dann auch in Zukunft wahrscheinlich weitergehen wird. Dann mit Lava und vielleicht noch mit anderen. Warum ich das Video jetzt aufnehme, hat im Grunde genommen zwei einfache Gründe oder eigentlich genommen einen Grund, der halt den anderen Grund noch mit ein beeinflusst, nämlich nicht wirklich viel Lust gehabt, einfach aus dem Grund, weil ich halt am Anfang zu sehr triggert gewesen bin und auch immer noch bin, mehr oder weniger aufgrund der Situation, wie es passiert ist. Aber dazu komme ich gleich noch. Anhand des Titels konnte ich ja schon erkennen, was passiert ist. Aber ich erzähle euch jetzt nochmal gleich so ein bisschen, was so passiert ist, wie das Ganze passiert ist, ob es weitergeht, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Und ich habe bestimmt dann noch was vergessen. Genau, das letzte Video, wie gesagt, am 14. April ist da rausgekommen, ein Clip da. Und ja, an dem Abend kam dann Lava noch mit dazu. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. Also ich glaube, wir haben uns nochmal im Voice getroffen, gequatscht. Ich weiß gar nicht mehr. Ob wir noch gemeinsam Minecraft spielen wollten, irgendwie sowas. Ich hatte dann nebenbei noch BlueStacks offen. BlueStacks 4, glaube ich. Hatte war dann gerade noch was am Machen. War noch in Neverwinter drin, weil gerade damals noch frisch rausgekommen so ein Bounty-Event gekommen ist. Da war halt noch ein Neverwinter drin und nebenbei das andere noch am Starten, glaube ich. Ich glaube, ich habe BlueStacks angefangen zu starten, weil ich nicht mehr Musik hören wollte. Du bist jetzt noch gestartet und so weiter. Und ja, jetzt kommen wir zum. Ja, war vielleicht auch nicht so klug, weil das halt schon CPU-fressend ist. BlueStacks und war halt schon problematisch. Aber ich glaube, das war gar nicht mal der Auslöser, denn zeitlich gesehen hat sich ja im Nachhinein herausgestellt, dass das Problem ein ganz anderes war. Wozu ich in etwas längerer Ausführung dazu komme. Zu Beginn, wo ich den Rechner bekommen oder zusammengestellt habe, das war vor 7 Jahren mittlerweile, 7 Jahre hat er durchgehalten, da war das noch so mit der AMD R9 280. Das ist die mit dem Softwareprogramm ATI Radeon lief. Habe ich eigentlich auch die ganze Zeit noch genutzt gehabt. Ich habe zwar mitbekommen, glaube ich, dass neue Software gibt, quasi AMD neue Software, aber da die Grafikkarte so alt war, habe ich halt nicht auf habe ich halt die Software nicht quasi runtergeladen und die anderen runtergeschmissen. Habe ich dann irgendwann gemacht, aufgrund von NIMBY Rails, weil einfach die ganze Grafikfehler gewesen sind. Da habe ich ATI runtergeschmissen, also die ATI Radeon Software und die AMD Radeon Software runtergeladen. Da wurden dann komischerweise dann auch Grafikkartentreiber neu gefunden und dann, ne, habt ihr gesehen, dann lief das, glaube ich, mit NIMBY Rails. Also es gab, glaube ich, immer noch Grafikfehler, aber es lief besser. Ja, warum ich damals mich für eine AMD-Grafikkarte entschieden habe, war einfach, weil es da noch so war, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis halt besser war, dass es halt ein größerer Unterschied war zu vergleichbaren Produkten. Die Grafikkarte hat, glaube ich, weniger gekostet. Also die Grafikkarte hat, glaube ich, knapp 200 gekostet. Bei Mindfactory, wo ich es mir geholt habe. Und ja, da gab es andere Teile, die teurer waren. Also das war, glaube ich, nur das drittteuerste vom PC insgesamt. Ich glaube, das Mainboard war knapp drüber oder knapp drunter, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall vergleichbare Produkte von Nvidia waren dann 500 plus. Also habe ich gesagt, ja gut, ne,
AMD-Grafikkarte, ist ja trotzdem noch eine Grafikkarte, also habe ich mir die geschnappt. Und ja. Und genau, wie gesagt. Und dann an dem Tag, am besagten Tag, am 14. April, gab es dann, ich glaube, auch entweder ein Software-Update für die AMD-Software oder auch ein Treiber-Update, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich mir dann gezogen gehabt und sogar installiert gehabt. Und das war dann ungefähr 20, 30 Minuten oder ungefähr 10 Minuten, bevor ich dann mit Labern in Tor gegangen bin. Und ungefähr eine halbe Stunde später ist dann lustigerweise, also kann natürlich sein, dass es der Auslöser auch war, aber who knows? Maybe war es der Auslöser mit BlueStacks, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall BlueStacks gestartet, Evernote noch offen gehabt, BlueStacks gestartet. Ich noch zu Labern gesagt, war jetzt vielleicht nicht ganz so klug, weil das ein CPU fressend ist. Ende vom Lied, PC abgestürzt. Okay, gar kein Problem. Passiert. PC neu gestartet, wollte nicht. PC neu gestartet, wollte nicht. Ich habe dann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde nee, Moment, das war gerade am ersten Mal. Beim ersten Mal war es gar nicht so lange. Beim ersten Mal habe ich eine halbe Stunde gebraucht, den PC wieder hochzufahren, dass ich den nutzen konnte. Glaube ich. Vielleicht war ich auch wieder direkt. Vielleicht. Moment. Oder? Nee, ich glaube, ich habe den PC einfach neu gestartet gehabt. Musste, glaube ich, das nochmal ein paar Mal machen. Also gab dann da auch schon anfängliche Schwierigkeiten. Ah, die nächste Gutes anniesen. Und. Ja, dann PC dann wieder nach 20, 30 Minuten wieder abgestürzt. Da dachte ich mir, okay, das habe ich nochmal neu. Hab dann mehrere Minuten, oder eine halbe Stunde, Stunde dann probiert, den PC wieder hochzufahren. Wollte nicht. Da dachte ich mir, okay. Scheiß drauf, probierst es morgen nochmal. Morgen nochmal probiert. Immer noch nicht probiert. Immer noch nicht geklappt. Dann bin ich zum Kumpel, der auch am Anfang hier des Kanals auch quasi Mitgründer war, als der Name noch unter dem Namen lief. Und auch im Grunde genommen, soweit ich mich erinnere, Mitinitiator für das Ganze hier, für den Kanal. Und ja, haben rübergebracht. Ach ja, hier, ne? Was ich immer vergessen habe. Also es waren dann immer hier und hier gab es dann, ich glaube, es waren zwei oder drei Streifen. Also Grafikfehler waren auch schon da. Ja, dann dachte ich mir, okay, bringe ich mal rüber. Vielleicht, ne? Vorher schon an allen Kabeln gezurrt und versucht nochmal weiter reinzustecken, weil es kam mir so vor, als ob da Strom ankommt, aber nicht genügend. Also ja, wie gesagt, rübergebracht, haben wir das da getestet, sind dann auch in den abgesicherten Modus, haben dann nochmal die Software nochmal gedingst, also dann quasi auf zurück recovered quasi auf den Stand vor dem Software-Update. Das Ganze konnte ich dreimal machen. Also ich habe es dreimal zurückgesetzt, bis es dann nicht mehr ging. Glaube ich zumindest. Ich glaube, irgendwann wurde es nicht mehr angezeigt, aber ich konnte dreimal mindestens zurücksetzen. Glaube ich. Vielleicht konnte ich es danach immer noch. Und es wurde einfach nicht zurückgesetzt. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ist einfach so lange her. Auf jeden Fall Ende vom Lied. Netzteil klang schon 2 Jahre lang nicht so gut. Also das war auch schon so langsam den Geist aufgeben. Also Grafikkarte durch Software-Update RIP gegangen. Netzteil. Puh, der PC startet gefühlt nah bei 100 Versuchen einmal. Ungefähr. Vielleicht auch zweimal. Also Netzteil wird wahrscheinlich komplett im Arsch. Vielleicht wird es auch noch funktionieren. Also das hat ja vorher auch wieder funktioniert, immer was da wieder anging. Auf jeden Fall Netzteil den Geist aufgegeben.
Grafikkarte komplett RIP gegangen, wurde in einen anderen PC eingesteckt und da der PC läuft jetzt nicht mehr ganz so rund. Aber klar, dass die Grafikkarte jetzt RIP ist, war ja auch klar. Aber das Problem ist halt, Grafikkarte hat Netzteil geschrottet oder endgültig vermutlich geschrottet. Mainboard auch höchstwahrscheinlich. Also, ja, Mainboard bekommt nicht mehr genügend Strom, dass es es regelmäßig starten kann. Heißt Mainboard auch RIP. CPU, weiß ich nicht, vielleicht, who knows. Aber im Grunde genommen, so gesehen, die Main Parts halt komplett RIP. Die Grafik, ach, die Grafikkarten, die Festplatten sind noch, sollten eigentlich keinen Schaden haben, also sollten noch nutzbar sein. Das ist der einzige Vorteil. Also gewissermaßen habe ich es nicht getestet, aber im allerschlimmsten Fall sind sie auch nochmal komplett durch. Was dann noch eine deutlich bösere Überraschung ist, sollte ich dann irgendwann mal einen neuen Rechner haben. Ja. So, lange ausgeführt. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wie es weitergeht. Ob es weitergeht, also das Ob ist für mich eigentlich außer Frage. Ja, definitiv. Also es wird definitiv weitergehen. Kann natürlich noch jede Menge Zeit dauern. Einfach aus dem Grund, weil ja, na, durch die ganze Situation hier, Joblage und so, gerade ein bisschen schwierig. Aber die Jobsituation stabilisieren, dann wird es auch in nächster Zukunft dann einen neuen Rechner geben. Vermutlich dann erstmal, weiß ich nicht, ne? Ein bisschen Ratenzahlung geht es auch schnell direkt wieder los. Und ja. Ich gucke mir natürlich jetzt irgendwie mit Einzelteilen und so weiter, was weiß ich, mit gebrauchten oder sonstigen Kram könnte ich natürlich auch schon langsam mir den Rechner zusammenbasteln, aber da hätte ich eh irgendwann mal eine neue Grafikkarte und dementsprechend neues Mainboard und so weiter einbauen müssen, einfach um noch mit den neuesten Software, mit den neuen Games mithalten zu können, um die in guter Qualität zu spielen. Das ist bei The Bass auch schon eigentlich, hätte ich nur noch mit Recommended, glaube ich, oder mit Minimum eigentlich zocken können. Überraschenderweise war es gar nicht mal so verkehrt auf höherer Leistung. Aber ja, da halt so viel kaputt gegangen zu sein scheint, würde ich dann halt schon eher sagen, komplett neues Teil und das alte Case und so weiter kann man dann ja immer noch nutzen, um später irgendwann mal den Rechner vielleicht nochmal wieder auf Vordermann bringen und den dann, was weiß ich, nur zum Rendern oder whatever nutzen zu können oder was weiß ich. Oder halt einfach zum Ersatz, irgendwie sowas um den Dreh. Ja. Das war das Ob, das war das Wie und das Wann war auch schon mit dabei. Also im Moment, das Wie war genau gar nicht dabei. Wie, ich habe es glaube ich auch schon vorher vorgehabt. Aber auf jeden Fall ist es jetzt so mein Plan, dass ich, klar, sollte der PC neue Rechner dann stehen, auch weiter Videos und so bringe. Aber ich würde auch schon mehr wieder auf Livestreams gehen, wo ich dann halt auch verschiedene Games, halt teilweise auch Games nur Livestream-mäßig und weil ich mir Zusammenschnitte daraus mache. Klar, ich werde noch den chilligen Let's Plays oder die Playthroughs kann man es ja eher bezeichnen geben, quasi hier wie ETS 2 und Trains in World 2. Aber ich würde halt auch schon mehr so auf mehr geschnittene Sachen gehen, wie ich ja schon zum Teil angefangen habe bei City Skylines. Quasi themenbasiertere Videos, war immer noch Games und so weiter, aber dann auch schon ein bisschen themenbasierter. Habe ich auch im Grunde genommen vor bei Transport Fever 2, bei dem Sweet Asia Projekt. Werde ich dann auch irgendwann durchsetzen können.
Aber ja, ich habe so in letzter Zeit doch gut Ideen bekommen, was für Projekte ich nehmen könnte, welche ich, wie ich ein bisschen mehr den kreativeren Part wieder, also was heißt wieder, ne? Also klar, dass ich ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr geschnittene Videos rausbringe, und eventuell auch ein bisschen wieder anfangen zu mappen. Eventuell, ich habe mal angefangen bei damals noch beim Landwirtschaft Simulator 2013, Farming Simulator 13, habe ich angefangen so ein bisschen zu mappen. Wenn zeitnah das Ganze irgendwie zustande kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich dann für den neuen Teil ja, mich so ein bisschen zum Mappen mache, wäre dann quasi auch ein Livestream-Projekt. Aber ja. Auf jeden Fall wird es geil werden und ich wollte dann auf jeden Fall nochmal durchziehen, als ich es bereits getan hatte. Oder auch mehr das umsetzen, was ich umsetzen wollte. Also erstmal so ein bisschen alles auf Eis gelegt. Es könnte sein, dass ich dann, also ich habe den Laptop, mit dem ich damals, glaube ich, sogar angefangen habe, mit dem Laptop, mit dem ich angefangen habe, damals auch Videos zu machen, wo ich lange Zeit wohl Tanks beispielsweise aufgenommen habe, habe ich wieder in Gang bekommen, dass da auch irgendwie das WLAN wieder funktioniert. Prinzipiell gesehen könnte es sein, dass ich überbrückungsweise ab und zu nochmal mit dem Laptop dann Livestreams mache. Wäre dann aber nur halt Events von Neverwinter und von ETS bzw. ATS, dass ich dann einfach dann mal den Stream halt so ein bisschen anschmeiße. Aber das ist noch eventuell, weil das wäre dann halt nur 27p und aufgrund des WLANs in schlechter Qualität, also wahrscheinlich in noch schlechterer Qualität als eigentlich sein könnte. Weil irgendwie, na, man kennt WLAN, da kommt nicht alles an. Ich glaube nur 12,5% oder so. Wobei, Upload ist besser als Download. Upload war 8, ja, war ein Verlust von 20%. Im Gegensatz zum Download, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es waren 50% Verlust oder so. Vom Speedtest. Also, es kann sein, dass es dann die Tage, Stream zu Neverwinter gibt und zu ATS. Das ist, glaube ich, gar kein Event. Aber, schauen wir mal. Vielleicht entscheide ich mich doch noch dagegen, weil ich dann, na, man will die Qualität ja doch nicht so ganz runterschrauben vom Kanal und so. Aber ja, überbrückungsweise könnte es dann unter Umständen Streams geben. Ja, ich würde auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ne? 1700 bis 2000 Euro fallen nicht vom Himmel. Oder kann man nicht von den Bäumen pflücken? Wäre schön. Dann konnte ich mich kurz gerade bedienen, aber. Ja, mal gucken. Vielleicht fallen die Preise ja auch wieder, wenn es in, ich glaube, Taiwan oder so hat ja ein bisschen Wasserprobleme. Vielleicht fallen die Preise irgendwann noch wieder. Aber schauen wir mal. Im Sinne erstmal, was erstmal vor diesem kleinen Update. Und sehen uns dann entweder im Low-Quality-Laptop-Stream oder beim nächsten Video, Update-Video, wie auch immer. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.